Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arma. Wir haben jetzt gerade hier immer noch mit diesem Tayson gequatscht, der sich ja selber gegrüßt hat, weil der Typ einfach mega geil ist eigentlich. Ja, also ziemlich chillig drauf, der Typ, und quatschen hier auch gerade mit dem ein bisschen, weil, ne, ist eigentlich so ein ganz chilliger. Um jetzt mal in-game ein Hast du bisschen. vielleicht Bock, bei uns mit auf den TS zu kommen, ein bisschen mit aufzunehmen? Ja, kommst du einfach noobbusters.teamspeak.de. Ich schreib's dir kurz als SMS hier in-game. Telefon. Wie heißt der Typ? Tayson, ne? Ja, was dann? Weil bist gerade ein bisschen Bist gerade chillig ein und bisschen dann chillig und mal dann kurz als mal Gast dich kurz hier als Gast hier reinziehen, wäre halt reinziehen, mal eine wäre ganz halt coole mal eine Sache, ganz weißt. coole Sache, weißt. Scheiße, Mann, wo kann ich denn jetzt hier schreiben? Jetzt habe ich den hier schreiben. Z und dann musst du Ja. Telefon auf den klicken, dann schreiben, jo. So, Caps Lock, sagst du es an? Nee, ist nicht so geil. So. Aber auf jeden Fall. Der Typ, der hat ein bisschen Style. Also zumindest mal so ein bisschen mit dem zu quatschen, Was ist waren ja. die Uhr? Wie konnte ich denn die wegmachen? Doppel-O. Ding bei Nob. Was das, ne? Kommt doch ein Heli. Oder wäre ich paranoid? Kann auch sein, dass es jetzt im Real Life ist, weiß ich nicht. Ich höre bei dir im Hintergrund auch irgendwie so eine Art Rauschen, ne? Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht mein Rechner ist, der gerade ein bisschen warm läuft. Dein Helikopter, sagst du? Ja. Nee, kann eigentlich nicht sein. So laut ist der heute gar nicht. Da war der schon mal lauter. Oh Leute, ich hämmer jetzt einfach mit einer Häkelnadel auf meine Leertaste ein. Die findet das bestimmt ganz geil. Ja, du wolltest mir eh eine Mütze häkeln, von daher. Ja, Also Leute. wollte ich auch so. Was ist bei uns drauf? Okay, dann Jo, da ist kannst er du den in hierher der move'n? Eingangshalle. Ach ja, ich kann ja moven, aber ich hab's Passwort nicht. Hey. Ach jo, dann mache ich jetzt hier kurz einen Cut, bis gleich und ich move den kurz. So Oh. Leute, da sind wir wieder, haben jetzt hier einen Gast dabei. Guten Tag. Genau, das ist der Tayson, den ihr gerade noch im Ingame gesehen habt. Ja. Ja, ich bin jetzt einfach mal so frei und lade dich in eine Gang ein. Alles klar. Wenn ich dich finde. Weil. Dachten uns halt einfach mal so spontan, sprechen wir dich mal ein bisschen an, weil Ja. einfach so bisschen, Ah, ne? ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Überpro in diesem Spiel. Also schießen kann ich. Arma 3 habe ich schon ein Ja. bisschen gespielt, aber. Tom, kommst du noch bei mir rein? Ja, ich sammle noch schnell das Inventar voll. Achso, ja, okay. Nee, wir haben dich eigentlich jetzt nur mal spontan so angesprochen, weil du halt nicht so wie der Großteil vom Server ist, so voll auf Abstand und machen wir mal kalt hier, ne? Weil deswegen haben wir einfach mal so gefragt, ey, hast gerade mal ein bisschen Bock? Auf jeden Fall Weil cool. einfach mal, wir versuchen ja auch immer so ein paar Leute noch uns so nebenbei zu haben, womit man mal ein bisschen reden kann und so, ne, weißt du? Ist der Truck schon voll eigentlich? Ihr Ja. wisst doch bestimmt, wie ich Sachen in mein Auto legen kann, oder? Ja, T. T, ach ja, Wie? genau, ja, Genau. stimmt. Ah, okay, man merkt, als es live hast du echt noch nicht so Ja, also Erfahrung. da, doch, das wusste ich schon mal, aber das habe ich echt vergessen. Okay. Nee, ist ja. So, sagst du, Ja. fahr mal erstmal verarbeiten? Magst du dann gleich mitkommen? Ja, doch. Weil wir können dich ein bisschen abdecken, wir haben beide ein bisschen Kanonen. Ah, ich hab auch ein bisschen jetzt. Dürfte ja Ja. genug Geld auf Nee. jeden Fall bringen. Nee, vor allem. Wenn du so die Tour hast, dann kannst du auf jeden Fall schon mal sowas Richtung Richtung Offroader oder Truck so dir holen, weißt Ja, erstmal ein Offroader würde ich sagen. Truck nicht gleich, wenn du alleine unterwegs bist, aber Offroader lohnt sich auf jeden Fall. Und dann guckst du halt, wenn du so langsam, aber sicher was waffentechnisch hast und so, dass du dann, wenn du es was gechillter angehen willst, dir dann so langsam was größeres fahrzeugmäßig holst. So. Ich hatte gestern schon 150.000 Piepen hier zusammen mit hier Delivery-Mission, ne? Dachte mir, geil, Was? Mann. Ja klar, also wenn man einmal rüberfährt, kriegt man 80.000. Okay. So, wenn man also eine weite Strecke kriegt, dachte mir, geil. Ja. Hole ich mir direkt erstmal unter Wasser knarre, dieses Star oder Da, geh Schildkröten jagen. Anzug gekauft, Boot gekauft, losgefahren, runtergegangen, dachte mir so, geil, Mann.
Schildkröte gefunden, erschossen, eingesammelt, zack, tot war ich. Wie? Ich wusste gar nicht, dass man noch so ein scheiß Tauchgerät braucht. Ah, du hast den Rebriefer vergessen. No. Ja, ja, aber es lohnt sich eigentlich gar nicht, dein Boot zu kaufen. Brauchst du einfach nur vor dem Turtle-Dealer einfach ins Wasser gehen und ein bisschen. Ja. Aber es gibt auch diese Turtle-Area, dachte ich da. Wo ja, die Turtle-Areas sind einfach. Ich überhole euch mal kurz. Ne? Jo, ich fahr doch schon so. Ach so, ja, mega rentlich. Ja, nee, die Turtle-Area sind quasi nur Zierde. Du kannst eigentlich generell überall Turtles fangen. Okay. Das heißt, du kannst dich direkt vorm Turtle-Dealer ins Wasser campen und da... Ja, das haben wir ja dann auch noch vor, einfach mal ein bisschen sammeln zu gehen, sag ich mal. Aber dafür, ich habe jetzt gerade nur eine PDW. Dafür ja, dauert noch ein bisschen. Ich habe gesehen, für so einen Teil kriegt man irgendwie 22.000 für eine. Ja, 20.000 glaube. Ja, 15 steht auf der Website. 15 oder 20 war es. Ich glaube, für Schildkrötensuppe kriegst du 20. Ah ja, genau. Für die kriegst du 20, ja. Und ja, da gab es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen die dachte beiden. Dachte ich mir, Sachen. Egal, mein Auto steht da noch. Kann ich einfach warten, warte ich jetzt bis zum Restart, dann ist es in der Garage. Ja. Freue mich, Auto wieder da, fahr los. Erstmal zum Marihuana Field da gefahren. Schön einfach total grundlos in die Luft geflogen. Okay. Das hatten wir gestern am Marktplatz. Oh ja, da ist alles da gestern. Ja, dann stehen da 5, 6 Bullen, 4 Medics rum und die looten mich halt trotzdem. Ja. Ich bin einfach Offroad gefahren, aber mal zum Boom. Okay. Also ich fahre jetzt auch die ganze Zeit schon mit einem kaputten Reifen rum. Ne, und... Ja. Ja, ich habe meinen Geländewagen, den haben wir in Zaros abgestellt. Weil der ist auch kaputt. Einfach auf den Restart warten, da ist er wieder drin. Weil der zieht die ganze Zeit auch nach rechts noch. Ja, aber das mega halt krass. Ja. Macht dann keinen Sinn, den noch zu fahren. Nee, nicht wirklich. Und ist ja nur ein Geländewagen, also die Kohle dafür haben wir locker. Aber wir wollen jetzt mit der Tour Marihuana Richtung zweiter LKW. Ja, so Richtung Hemet oder sowas. Also irgendwas Größeres als das, was ich jetzt hier gerade durch die Gegend schubse. So, unser großes Ziel ist halt erstmal, damit du so ein bisschen Bescheid weißt, so Richtung Tempest Gerät. Sagt dir das was? Ja, das ist die. 3600 Platz hat das Ding, kostet aber auch 6,9 Mille. Jo. Und du brauchst halt Rebellenlizenz, ne? Kostet 800k. Ja. Kostet 800k hier? Jo. Ja. Finde ich aber gut, weil dann haben die kleinen Kiddies ja, nicht direkt genau. Alle so eine dicke Wumme, weißt du? Ja, wir sind jetzt auch schon bei Let's Play Part 17 oder so und wir haben halt immer noch nicht das Geld zusammen. Wir haben auch immer noch eigentlich so Fuhrpark-mäßig nichts. Jeder halt einen Geländewagen, jetzt hier ein LKW. Ja. Und ich habe noch eine Limousine vom Anfang. Also ja, so gut. Das Ding, was du da fährst. Das Problem bei mir ist immer, sobald ich mehr als 100.000 habe, womit ich irgendwas Sinnvolles anfangen könnte, dann macht's einfach irgendwie, dann sterbe ich irgendwie wegen so einer. Entweder werde ich irgendwo aufgegabelt, hops genommen oder irgendwas, oder ich fliege einfach grundlos in die Luft. Ja, gut, deswegen, sobald ich irgendwo Geld habe, wird bei mir sofort gesaved. Ja. Und dann einfach alte 4, der Tag gehört dir. Und dann hast du ja alles wieder. Ich meine, ich wurde vorhin auch RDM-mäßig über den Haufen geballert. Habe aber zum Glück vorher gesaved, dann einfach alte 4 und ich hatte meinen ganzen Scheiß wieder. Achso, dann bleibt man auf, ja okay. Bist halt auf für Waffe, aber naja, ist... Ja gut, die habe ich mir ja dann über einen Admin wieder geholt. Nur weil bei RDM kannst du ja auch so ein bisschen dann über die Bugs des Spiels alles wieder beschaffen und den Rest hier wegen der Waffe haben wir dann die Admins angesprochen, weil... Situation war halt, wir fuhren... Und es ist ja in-game nicht erkenntlich, dass wir zueinander gehören, noch. Ja, sind wir auch mit getrennten Autos gefahren. Da sind wir auch mit getrennten Autos gefahren, weil da war sein Offroader noch ganz. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin vorgefahren, die schreiben mich an, ja, halt mal an, sonst schießen wir. Ich natürlich ihm gesagt, ey komm, die wollen mich hier überfallen, dreh du mal ein bisschen ab. Hat sie passieren lassen, ist langsamer gefahren, ne. Einfach nur nach der Hauptstraße gefolgt, wie so ein Blinder, ne, quasi. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, die sind jetzt vor mir angehalten, schießen. So. Zu dem Zeitpunkt war er ja noch weit hinter mir. Dann bin ich durchs Gebüsch abgehauen gekommen. Und dann plötzlich fangen sie an, auf ihn zu schießen, ohne jegliche Vorwarnung.
Und dann, als er aussteigt, verbindet er sich selbst und dann wird er einfach über den Haufen geknallt. Weil es hieß dann, ja, hör auf zu reparieren, patz, tot. Ja. Also das ist echt. Und ich hatte das auch schon zweimal, dass ich in Kavala einfach platt gemacht wurde und gelootet wurde. Ja gut, Kavala ist ja Safe Zone, da kannst du einfach zum Admin gehen und dann werden die Leute gebannt. Der Admin hat mir dann gesagt, hast du mehr als 500.000er gehabt? Nö, ich bin ganz neu. Ja, dann geh mal zum Supporter. Der meinte, ich habe keine Zeit. Geil. Naja, obwohl, also, mit dem Admin und mit dem Supporter hat man bis jetzt noch gar keine Probleme. Ich hatte auch kein Problem. Ja, ist ja auch, also ganz ehrlich, für so ein scheiß Auto, ich hätte jetzt auch nicht, also es ist mir vollkommen egal, ob die mir das wiedergeben oder nicht. Ey. Ja, nee, es ging ja so. Halt, es geht halt eher ums darum, Prinzip, dass sie fürs RDM genau, bestraft genau, werden. Genau, dass sie bestraft werden. Ich hab ihn dann, die, ja, haben da, also der hat dann gesagt, komm, gib Namen her. Ja. Ja, nee, weil. Wir sind ja jetzt auch nicht, dass wir sagen, ja, wir brauchen jeden Cent hier und wollen jetzt nicht, dass wir hier uns dreimal dumm und dusselig fahren müssen, nur weil uns irgendwer tötet. Nur halt, geht ums Prinzip so ein bisschen. Dass ja. Er dann gesagt hat, komm. Die Waffe erstatte ich euch, war, kam noch nicht mal von uns. Wir haben auch gesagt, ja, okay, nee, verzichten auch gerne auf eine Waffe, aufs Geld. Das Einzige, was halt cool wäre, wenn du das Auto wieder einparken könntest, ne? Weil das haben sie halt in der Walachei stehen lassen. Und, ja. Ja, nee, da kam gleich, da haben wir halt 90k vom Admin gekriegt. Ja, vom Supporter und dann war ich ganz chillig, sag ich mal. Ja, sind ja jetzt auch gerade dabei, für uns beide auf jeden Fall erstmal ein Reserved Slot hier auf dem Server uns zu erschleimen. Weil, wie gesagt, ja, das ja ist LP. Richtig voll. Das ist, oh, ja, aber macht ja dadurch auch Spaß. Kannst du vielleicht die beiden Tore aufmachen hier vorne? Aber da kann ich auch machen, dass du mir nämlich kurz rauslässt. Ja, okay, genau. Weil dann können wir da reinfahren auch. Drin ist jetzt keiner erkenntlich. So, ist offen. Okay. Ja, dann kannst du hier vorne rum rein in die Verarbeitung reinfahren. Ja, und dann machst du hinter dir einfach wieder die Türe zu. Ja, ich verarbeite schon mal. Und dann gucken, ob wir, wenn wir beim Dealer dann sind, nach dem Dealer einfach mal eins übrig lassen und dann gucken, ob wir einen buffen können. Sonst gucken wir doch jetzt direkt hier mal. Na, weiß nicht, wenn dann jemand kommt, sind wir gefickt. Weil wenn du einen gebufft hast, da hast du schon wieder ein Problem. Ah, okay, ich probiere einfach nur mal aus, ob es gehen würde. So, warte, Tür zumachen. So, und dann passt das schon. Die anderen natürlich auch. Hey. LOL. Standardfehler, erst mal die kleine Tür aufmachen. Das ist, wenn man nicht liest. Da steht bei mir gar nichts. Echt? Okay, komm, ich mach gerade, ist okay. Zuerst mal ganz Mist hier rüberschieben hin und her, ne? Mausrad halt, ne? Ach, ja, stimmt. Jo. So, warte, Z, Marihuana benutzen. This item isn't usable. Okay, so viel zu einem. Hast du verarbeitet schon? Ja. Hast du schon mit unverarbeitet probiert? Cannabis. Können wir mal probieren, aber. Häufig. Was ich übrigens auch weiß, ist, dass man Kokain und Heroin auch unverarbeitet verkaufen kann. Bringt dann weniger, aber es ist prinzipiell möglich, wenn man gerade keine Lust hat an einer. Oder kein Geld für eine Lizenz. Oder so, genau. Wir haben halt anfangs unsere erste Fuhre hier mit der. Mit den Offroadern oder was wir hatten, haben wir dann mit mühsame einer Lizenz verarbeitet, ne? Ja. Hauptsache, überhaupt erstmal. Hauptsache, du kannst halt das Zeug überhaupt erstmal loswerden. Jo. Ich muss mir jetzt glatt hier erst nochmal schrecken. Achso, hier, wenn wir dann die 20 Minuten rum haben, schicke ich dir erstmal einen Kanal-Link, da kannst du es dir dann auch angucken. Wird nur eindeutig was dauern, weil wir haben jetzt schon ein bisschen aufgenommen. Ja, wir sind jetzt bei Part 17 oder 18 und einer ist gerade mal online. Weil ich lade, ich stelle immer einen Part online, also einen Part pro Tag. Heute müsste der zweite kommen, ne? Ja, heute kommt der zweite. Jo. Weil wir müssen auch so ein bisschen im Voraus produzieren, weil nächste Woche bin ich gar nicht da. Und
Ansonsten müsste der Tom halt mit dem anderen, hier ist noch ein anderer Kollege, der viel mitspielt, aber... Ja, der kann auch nicht immer. Genau, und deswegen alles mal ein bisschen auf Vorrat und... So, ich habe jetzt die letzten in der Hand. Verarbeite jetzt die letzten. Wie viel passen eigentlich in euren... 550? Truck hier rein. 550. Kannst du ja mit Thema reingucken. Ne, er hat keinen Schlüssel, kann er nicht. Doch, kann er nicht. Achso. Dann passt ein bisschen was rein, ne? Ne, 550 passt rein. Was? Es ist ja auch nur Anfang, ne? Ist halt nur ein ganz kleiner. Geht jetzt nur ums kleine Geld. Gustus. Ja, du müsst schon fertig sein, oder? Ja. Komm, ich mach euch die Türen auf, ihr könnt da rausfahren. Ich geh ein bisschen safen hier. Sassi, ich mach auf und wieder zu. Ah, herrlich. Sagst du, ich kann mit Shift H die Waffe nicht auspacken? Nee, mit Steuerung H. Ach so, na gut, dann ist logisch, dass es nicht geht. Fahr mich nicht über den Haufen, ne? Fahr. Wie du willst. Upp. Wow, was war denn das jetzt gerade für eine Aktion? Bin in den Baum ein bisschen rein. Steigen Sie ein, Herr Krohe. So, Fahrzeug abgeschlossen, let's go. Wir fahren Richtung Kavala immer. Der Drohnenwieler. Ja, okay, dann folge ich euch. Ja, der ist ein bisschen saver. Weil Azira gern gesuchter Überfallsort, ne? Ja. Deswegen. Ja, da haben wir auch unseren ersten Überfall probiert, der dann kläglich gescheitert ist. Ja. Daran, dass hier Magma über den Haufen geballert wurde und ich einfach durch eine Treppe geglitscht bin. Genau. Und das, was dann so prinzipiell noch nebenbei war ein Verständigungsproblem mit denen, wo wir ausrauben wollten, weil die hätten uns auch einen Teil von ihrem Geld gegeben, nur da war irgendwie zwischen den beiden Verständigungsproblem und dann hat der Kollege, der verkaufen war, mich über den Haufen geballert. Weil ich bin einer, der raubt nicht aus und nimmt 100%, sondern ich bin einer, der raubt aus und nimmt so 25% oder unter 25%, wie ich gerade lustig bin. Also ein Sozialräuber. Ja, so, so Robin Hood-Style, weißt du, nimm den Reichen, ja, genau. Gib den Arm. Boah, genau. Nee, so asozial. Ich habe auch vorher ein bisschen schon Altes gezockt und hatte auch da so ein paar asoziale Leute, die ich dann bis auf den letzten Pfennig ausgeraubt haben. Und sowas finde ich dann auch mega asozial. Weil ich meine, du musst ja zumindest ein bisschen was an der Natur verdient haben. Da steht mein Auto. Offroader. Ich habe vorher Island Life und Tarkestan Life gespielt. Bei Island Life, ja, Tarkestan Life, das war ja das erste. Ja, aber das war ja, also ich habe es einmal versucht anzufangen zu spielen und entweder hatte ich einen scheiß Server oder ich war einfach nur scheiße inkompetent. Ich habe eine Stunde gespielt und hatte weder ein Auto noch Geld, irgendwie bar, noch irgendwie irgendwas hingekriegt. Hier mal andere Frage, kann das sein, dass wir gar keinen Lohn mehr kriegen? Ich sehe in der Nachricht gar nichts mehr. Doch, bei mir kam gerade wieder, du hast dein Gehaltscheck, 1800, alle 10 Minuten. Achso, ja, übersehe ich das wahrscheinlich. Ich habe auch mal überlegt, ob sich das lohnen würde, das einfach über Nacht anzulassen, aber da kriegt man ja... Eine Ahnung, da hat man da seine 50.000 über Nacht, aber dafür... Ja, du kriegst dann nach einer gewissen Zeit, wirst du gekickt vom Server. Außerdem, so. Essen und Trinken geht ja auch, oder? Ja, scheiße, stimmt. Ich habe auch nur noch 35, ne? Ja, ich habe noch 80 und 70. Ja gut, du bist ja zwischendurch disconnected, nicht wie ich dauerhaft on seid, keine Ahnung. Ja, kannst du ja dann einfach mal kurz, nachdem wir den Mist verkauft haben, disconnecten und neu connecten. Kann ja das Auto bis Kavala dann fahren oder so. In Kavala. Ich meine, da kann ich auch kurz was kaufen in Kavala. Ja. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt noch bis zum Drug Dealer, verkaufen den Mist und ich mache dann den Cut. Ja. Weil wir sind jetzt eigentlich, haben noch 37 Sekunden, aber... Ja. YOLO. Das heißt, das wird mal eine extra lange Folge. Ich würde mal gerne ausprobieren, beim Fahren kriege ich die ganze Zeit die Möglichkeit, hier bei euch zu betanken, aber ich glaube, dann jump ich bestimmt raus. Wenn du nah genug dran bist und dann betanken, ja, dann schließ einfach ab, erstens. Zweitens, wenn du nah genug dran bist, kannst du im Fahren betanken. Ja, okay, ist dann wie Luft betanken bei die Jets. Genau. Auftanken, geil. Also es geht während der Fahrt, wenn du dann so
mithältst, perfekt, kannst du nachtanken. Ja. Oh, hier geht's. Geil. Den hier rankoppeln irgendwie. Es wäre cool, wenn du so Abschleppseil hättest oder so. Ja. Vor allem, ich sitze mit meinem Knie in deiner Hand. In deinem Arm. Geil. Du musst dir dann mal im Video angucken, was deine Hand für creepy Bewegungen macht beim Lenken. Das sieht so aus, als wäre die übelst gebrochen, so übelst überdreht, wenn du Linkskurven fährst. Ich sehe es gerade, ich gucke gerade auch mal so ein bisschen in die Perspektive. Das sieht mega behindert aus, ne? Ja, das tut doch weh. Von das sieht aus, als hättest du. Aua. Sieht auch mega aus, als hättest du übelst die Klofoten. Also so übelst riesige Hand, ey. Nee, Innenansicht stinkt und ich glaube, ich mache jetzt doch hier den Cut. Also, Leute, haut da rein. Bis gleich. Tschüss. Oh, bis gleich.